Frieden beginnt von unseren eigenen Herzen. Wer keine Frieden in sich selbst hat, kann keinen Frieden weiterbringen. Wir suchen Hingabe, wir suchen Freude, wir suchen Gnade, wir suchen Weisheit, wir suchen einen wunderschönen, glückliches Gefühle, das ist alles in unserem Körper, in uns. Wir finden nirgendwo. Gott hat uns gegeben, was wir suchen, Gott hat es an uns gegeben. Und das kostet gar nichts. Sei glücklich, kostet kein Geld. Sei freundlich, brauchst du gar nicht. Sei glückselig. Gott hat uns gegeben, wir brauchen gar nicht zahlen. Einmal können wir, wann wir wollen, sagen, danke Gott. Aber Gott hat nicht uns etwas gegeben, dass wir ihm danken oder nichts danken. Weil er selber ist in uns. So, was wir suchen, die Freude, Hingabe, Verständnis, glückselig, Liebe, alles ist in uns. Und so, durch die Meditation. In Meditation, viele Leute machen Fehler. Ich unterrichte Meditation jetzt 55 Jahre. Ist genug, gell? So 55 Jahre haben schon etwas gelernt, ne? Hat ein bisschen Erfahrung. So, was wir suchen, ist nur in uns selbst, nirgendwo außen. Ja, wir gehen außen, wir konzentrieren, schauen, zum Lernen noch. Wir haben ein wunderschönes Haus, wunderschöne Küche, Möbel, alles Pflanzen. So wunderschönes Haus wir haben. Und dann wir gehen zum Nachbarnhaus. Wow, der hat viel besser als wir. Nun, es ist eine Inspiration. Gut, wir möchten auch so haben und nicht so. Das hat mir sehr gut gefallen, wie der Nachbar gemacht hat. So, das ist, wann wir meditieren, warum wir gehen weit weg irgendwo in den Bergen und so weiter, ist anstrengend. Suche in dir. Und darum Mantra üben und tauche in dein eigenes Bewusstsein tief. Glückseligkeit ist dort. Licht ist dort. Alles ist dort. So, zu viel Imagination in äußeren Welt, das ist einfach Ablenkung. So, vom eigenen Angst, vom eigenen Unruhigkeit, Irrtum und so weiter, vom eigenen Unwissen, dann wir suchen außen. Aber wir haben alles in uns.